Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute in dem Video habe ich für euch 6 Waffen vorbereitet, die ihr spielen könnt auf Rebirth Island, also die Top 6 Waffen nach dem Season 5 Update. Wir haben ja jetzt auch ein Rebirth Island Update bekommen, wo das Licht komplett geändert worden ist. Wir haben jetzt einen Sonnenuntergang auf Rebirth Island. Sieht wirklich sehr, sehr, sehr geil aus. Freue mich extrem, euch jetzt gleich auch die Waffen zu zeigen. Sind auch sehr viele MW-Waffen dabei, weil ich habe unter den letzten Kommentaren gelesen, ich soll mal mehr MW-Waffen zeigen, beziehungsweise Cold War-Waffen zeigen, weil einige von euch haben Vanguard nicht und dementsprechend auch die Vanguard-Klassen nicht. Leute, bevor wir in die Klassen reingehen, heute kommt Kaktuseis raus. Das ist der beste Geschmack von Level Up. Extrem, extrem geil. Geschmack ist auch Kaktuseis. Kennt ihr wahrscheinlich alle früher aus dem Freibad. Fast jeder hat Kaktuseis gemocht früher. Und wenn du dir hier einen Shake anmischt, dann prickelt das so ein bisschen am Anfang im Becher. Aber wenn du trinkst, prickelt das dann nicht in deinem Mund. Aber es schmeckt wirklich extrem lecker. Kann ich nur empfehlen. Mit einer 3-für-2 Aktion heute um 18 Uhr mit Code MANTELHD2 könnt ihr da bestellen. Und der Link ist in der Beschreibung. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einmal die ganzen Klassen, die ich für euch vorbereitet habe, weil die Klassen sind ja ein bisschen anders, wenn wir sie auf Rebirth Island spielen, beziehungsweise die Waffen sind anders. Man spielt ein bisschen anders auf Rebirth Island mit anderen Waffen. Und zwar habe ich hier als erstes die Grau. Die Grau wurde ja gebufft mit dem Season 5 Update. Genauso habe ich euch die Grau auch in meinem letzten Video gezeigt. Da hat sich nichts verändert. Wir haben hier den Monolith-Schalldämpfer. Wir haben den Tempus 26,4 Zoll Archangel-Lauf. Wir haben das VLK dreimal Visier. Ich weiß, viele Leute spielen ohne Visier. Könnt ihr natürlich auch machen. Vor allem auch auf Rebirth Island. Aber ich persönlich brauche hier das VLK Visier, damit ich vernünftig reinzoomen kann und genau sehe, wo ich die Gegner da treffe. Dann haben wir hier einmal Kommando Vordergriff und das 60 Schuss Magazin. Damit gehen wir rein. Macht wirklich extrem Spaß, seit Season 5 hier mit der Grau zu spielen. Es ist eine MW-Waffe gepaart mit der CX-9. Leute, die CX-9 ist wirklich extrem krass. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die ist wirklich sehr, 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 sehr stark. Hat zwar nicht so gutes Movement, das heißt, du bist nicht so schnell mit der CX-9 wie jetzt zum Beispiel mit der H4 Blixen oder sowas, aber die TTK ist extrem gut und du hast keinen Rückstoß. Du hast einfach keinen Rückstoß mit dieser Waffe. Es ist wirklich unfassbar. Also, ich spiele hier einmal mit dem letzten Lauf, mit dem CX-38S-Lauf und hier hast du auch einen integrierten Monolith-Schalldämpfer. Das heißt, du brauchst hier keinen Schalldämpfer auswählen, kannst du sowieso nicht, weil du den letzten Lauf hier drin hast. Das ist der beste Lauf, den man reinpacken kann. Dann habe ich hier bei Schaft den CX-FR-Schaft für Bewegungstempo und Zielgeschwindigkeit. Dann haben wir hier das 50-Schuss-Magazin. Das ist das Einzige, was man hier reinnehmen kann. 30 Schuss ist viel zu wenig und 12 Schuss ebenfalls viel zu wenig. Deswegen hier auf jeden Fall 50-Schuss-Trommelmagazin rein. Bei Griff habe ich den letzten und zwar den CX-9-Taktikgriff für mehr Zielgeschwindigkeit und Sprinten zum Feuern-Tempo. Und bei Extra habe ich Fingerfertigkeit, damit du ganz schnell wieder nachladen kannst. Leute, ihr werdet jetzt gleich sehen, wie die CX-9 abgehen wird. Ohne Scheiß, sehr, sehr krasse Waffe. Also an alle, die jetzt irgendwie die MW-Waffen mehr feiern als die Cold War oder Vanguard-Waffen oder sich schon mal einspielen wollen für Warzone 2 oder für MW2, spielt diese Waffen hier auf Rebirth Island. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zusammen mit dem Loadout rein in die Lobby. Let's go. Oh, oh, ja. Sehr schön. Oh, oh, oh. Ja, hier kommen die jetzt. Oder? Ja. Oh. Puh. Einer deiner. Oh. Oh, da ist einer. Oh, habe ich den gelasert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Grau ist wirklich einfach geisteskrank. Geisterkranke Grau. Let's go. Es macht so Spaß. Versorgungsstation markiert. Ja. Feindliche Drohne ist aktiv.
Feindlicher Präzisionsluftschlag, aufpassen! Feindlicher Präzisionsluftschlag. Oh mein Gott! Was geht hier denn ab? Oh mein Gott! Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Oh mein Gott, kranker Scheiß. GG's. Okay, Leute, das war jetzt die Grau und die CX-9. Wirklich extrem geisteskrank geile Waffen für Rebirth Island. Wenn nicht sogar das beste Loadout für Rebirth Island momentan. Geisteskrank nice. Dann haben wir hier das nächste Loadout. Und zwar haben wir die MWK98 gepaart mit der Fennec. Das nächste MW-Only Loadout. Leute, nur für euch, damit ihr euch einspielen könnt auf Warzone 2. Und weil ihr auch gefragt habt. Und zwar spiele ich die K98 folgendermaßen. Die K98 macht One-Shot auf den Kopf bis zu 70 Metern. Deswegen kannst du auf Rebirth Island wirklich sehr, sehr viele One-Shot-Headshots verteilen. Das ist wirklich sehr, sehr easy mit dieser Waffe. Wirklich sehr, sehr geil. Und zwar haben wir hier einmal den Schalldämpfer Monolith drinne. Beim Lauf haben wir den letzten Singuard maßgefertigt. 27,6 Zoll. Dann haben wir den Tech-Laser drin. Taktischen Laser für mehr Zielgeschwindigkeit. Wir haben das ganz normale Zielfernrohr hier drinne. Und den F-Tech-Sportkeil bei Schaft für noch mehr Zielgeschwindigkeit. Und was hier auch noch sehr, sehr wichtig ist, falls ihr das freigeschaltet habt. Wenn ihr jetzt hier einmal auf Anpassen geht, dann auf Fadenkreuz, nehmt auf jeden Fall dieses Fadenkreuz, was ich hier drin habe, denn das ist das beste Fadenkreuz für die MW-Sniper und zwar ist das das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Fadenkreuz von links. Falls ihr das freigeschaltet habt, nehmt auf jeden Fall dieses Fadenkreuz rein und Leute, ich werde euch versprechen, ihr werdet damit komplett zerstören auf Rebirth Island. Es wird euch so unendlich viel Spaß machen und das vor allem noch bei Sonnenuntergang, ein bisschen snipen, ein paar Headshots verteilen auf Rebirth Island. Da seht ich euch und da sehe ich mich persönlich auch drinne. Die hier spiele ich zusammen mit der Fennec. Die Fennec hat auch so eine heftige Time to Kill. Die ist so ähnlich wie die CX-9, nur ein bisschen anders und ihr werdet das Ganze gleich sehen. Sehr, 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 sehr starke Waffe. Also, wir haben hier beim Lauf den ZLR 18 Zoll Deadfall Lauf drinne. Der hat ebenfalls einen integrierten Monolithen Schalldämpfer, genauso wie die CX-9. Deswegen das hier der beste Lauf. Dann haben wir hier einmal den Söldner Vordergriff für Rückschusskontrolle und ein bisschen mehr Präzision aus der Hüfte. Wir haben hier das 40-Schuss-Trommelmagazin drin. Hier hast du nicht viel Möglichkeiten. Kannst auch noch das 12-Schuss-Magazin nehmen, aber das ist wirklich viel zu wenig. Deswegen auf jeden Fall 40-Schuss-Trommelmagazin. Gemustertes Griffband für mehr Zielgeschwindigkeit und Sprinten zum Feuern-Tempo. Und dann habe ich noch Fingerfertigkeit drin, damit du so schnell wie möglich nachladen kannst. Das ist auf Rebirth Island wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, Leute, ich freue mich damit jetzt reinzugehen und wünsche euch viel Spaß mit dem Gameplay. Okay, die müssen jetzt kommen. Da haben wir den ersten. Okay. Let's go. Okay, den haben wir. Da ist einer tot. Hier ist noch einer. Let's go. Let's go. Hier jemand im Haus nebenan. Der ist in der Luft, der landet jetzt hier gerade. Oh! Let's go.
Dann ist hier vorne noch einer drin. Der ist nicht mehr da. Let's go, Mann. Alter, wir sind wirklich komplett am Escaladen hier. Noch zwei Schüsse meiner Sniper. Und wir haben gewonnen. GG's. So, kommen wir jetzt zum letzten Loadout, das ich hier für euch vorbereitet habe. Und zwar ist das einmal die UGM. Die UGM ist momentan wirklich die Meta, nicht nur in Rebirth Island auch, sondern auch auf Caldera. Und es ist wirklich ein kompletter Laser. Du hast keinen Rückstoß. Die TTK ist unfassbar gut. Aber das einzige Manko an der Waffe ist, dass du dich nicht so schnell bewegen kannst. Weil es halt ein LMG ist, bist du einfach nicht so wendig, nicht so schnell damit. Aber diese Waffe ist wirklich geisteskrank. Probiert diese Waffe auf jeden Fall unbedingt aus. Ich spiele sie hier mit dem MX Schalldämpfer, mit dem ersten Lauf, dem Bernhard XL 214 736 mm Lauf. Dann habe ich hier das 3 bis 6 Mal Visier drin. Ihr könnt natürlich für Rebirth Island, wenn ihr das eher mögt, auch das G16 2,5 Mal Visier reinpacken, weil hier ist das 3 bis 6 Mal Visier eigentlich nicht unbedingt nötig. Aber ich habe es jetzt hier trotzdem drin. Notfalls kann ich immer auf den 6 Mal Zoom gehen, falls mir der 3-mal Zoom irgendwie ein bisschen zu niedrig ist. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt, wie gesagt, mit dem G16 2,5-mal Visier auch reingehen. Auch sehr, sehr stark. Dann habe ich hier den zweiten Schaft, den Romuald Tech YR Schaft. Dann habe ich bei Unterlauf den M1930 Strife gewinkelt für bessere Rückschusskontrolle. Magazin haben wir hier das vorletzte 6,5mm Sakura 125 Schuss Kastenmagazin, damit du auch ordentlich die Gegner wegholen kannst. Auch irgendwie mal 4 Gegner, 3 Gegner hintereinander direkt ohne nachladen zu müssen. Ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Dann haben wir hier bei Munition auf jeden Fall verlängert drinne. Bei Griff haben wir den Rastergriff drinne für Rückstoßkontrolle und Zuckenwiderstand. Dann bei Extra haben wir Überwachen drinne für bessere Bullet Velocity, also Kugelschnelligkeit. Und bei Extra 2 habe ich hier Parat drinne, damit du nochmal schneller reinzoomst. Natürlich kannst du auch voll geladen nehmen, wenn du Probleme hast mit der Munition. Aber ich denke mal, Sturmgewehrmunition findet man überall. Du hast auch überall diese Munitionskisten hier auf Rebirth Island. Deswegen parat hier rein für ZV-Geschwindigkeit. Damit gehen wir jetzt hier gleich rein und mit der RA225. Das ist die neue MP, bekommt ihr im Battle Pass mit Stufe 31. Ich habe die schon auf Max gelevelt und das sind die ganzen Aufsätze. Das sind die besten Aufsätze für die RA225. Wirklich eine extrem, extrem starke MP, wenn nicht sogar einer der stärksten. Dann haben wir hier einmal Rückstoßbooster bei Mündung. Wir haben bei Lauf den Urban Rapid 11 Zoll Lauf. Wir haben das Schiefer Reflektorvisier. Bei Schaft den Urban Tactic Schaft. Dann bei Unterlauf den M1930er Strife gewinkelt. Wir haben das 7,62 Gorenko 38 Schussmagazin drin. Dann Munition Unterschall, damit du nicht auf der Minimap gepinkt wirst. Wenn dir das egal ist, kannst du auch verlängert reinnehmen. Dann haben wir hier den umwickelten Griff drinne. Wir haben bei Extra 1 festen Griff und bei Extra 2 schnell. Also diese Waffe ist auch wirklich sehr, sehr geil. Macht extrem Spaß damit und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Gameplay. Ich glaube, hier vorne sind welche. Und zwar genau hier. Let's go. So ein unfassbarer Laser. Oh shit. Hier ist er gelandet. Oh, 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 oh. Finish him. Let's go. Puh. Ziel am Boden. Werde getroffen. Was ist denn mit ihm los hier? Oh shit. So Leute, ich hoffe, euch haben die Waffen bzw. die Loadouts hier gefallen. Geht auf jeden Fall mal damit rein auf Rebirth Island und schreibt mir gerne in die Kommentare rein, wie ihr jetzt die neue Belichtung auf Rebirth Island findet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß auf Rebirth Island. Liked gerne das Video, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert auch gerne meinen Kanal für mehr Call of Duty Videos, auch in der Zukunft. Dauert ja nicht mehr lange, bis wir die MW2 Beta spielen können. Am 16. September ist es soweit. Am 15. September kommt Call of Duty Next raus. Ein riesiges Event, wo über die Zukunft von Call of Duty geredet wird. Und Warzone 2 am
16.11. Ich freue mich extrem drauf. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im Livestream oder im nächsten Video. Und nicht vergessen, heute 18 Uhr Kaktuseis. Die neue Level-Up-Sorte greift auf jeden Fall zu, bevor sie ausverkauft ist. Zusammen mit einer 342-Aktion mit Code MANTELHD2 könnt ihr da bestellen. Vielen Dank für jede einzelne Bestellung. Und ich bin jetzt raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal und...